Mein Name ist Anna. Ich bin 17 Jahre alt. Oder besser gesagt, fast 17. Ich gehe zur Schule. Zu Hause sitze ich gerne in meinem Zimmer und denke nach. Freundinnen sind dann Freundinnen, wenn sie sich gemeinsam langweilen können. Bestig Boom 3007 FSK 18. Du ziehst deine Waffe und... Magst du die haben? Tänzen. Hast du schon mal was von deutscher Pünktlichkeit gehört? Deckung. Deckung bedeutet, einen Weg zu finden, sich jemandem zu nähern, ohne dass dieser die wirkliche Absicht dahinter erkennt. Tänzen! Deckung! Angriff! Tänzen! Deckung! Deckung ist eine Kunst. Du bist da, aber nicht wirklich da. Deckung! Angriff! Tänzen! Deckung! Angriff! Angriff! Tänzen! Deckung! Angriff! 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 Bier für alle! Danke, Ute. Gerne doch. Prost. Prost. Ute, ich will am Samstag umziehen. Heil. Katrin muss am Samstag umziehen. Dank und Heil. Katrin, am Samstag um 16 Uhr stehen 5 stramme deutsche Männer und 3 deutsche Frauen vor deiner Haustür. Ein Bier für Ute! Ich gehe jetzt! Ach komm, Lisa, bleib doch noch ein bisschen. Ist doch cool hier, wir sind noch Freundinnen. Los, gib dir einen Ruck. Trink zumindest noch aus. Na gut, aber nur ein Bier noch und nur weil du's bist, Anna. Seid ihr eigentlich organisiert? Du fragst doch auch nicht einen Franzosen oder Italiener, ob er organisiert ist, nur weil er stolz auf sein Land ist. Rechts ist ein Lebensstil. Wir sind eine Familie. Angriff. Russenhure! Heil Hitler! Mit 16 bekommst du bei uns einen Schlagstock. Und mit 18 das SS-Zeichen auf den Arm geritzt. Ich will's aber jetzt! Ihr fühlt euch allmächtig. Ihr fühlt euch wie Gott. Das hat mit Stolz wirklich überhaupt nichts mehr zu tun. Gestern war ich bei meinem Onkel. Er hat mich eine lesbische Skinhead genannt. Sehe ich aus wie eine Skinhead? Und ich hasse Lesben, so wie ich Schwule und Juden hasse. Wisst ihr, was wir da gemacht haben? Mein Freund hat sein Messer gezogen. Und wir haben gemeinsam die Reifen seines schwarzen BMWs aufgeschlitzt. Natürlich hat mein Onkel die Polizei gerufen. Aber als sie gemerkt haben, dass wir Neonazis sind, sind die ganz schnell wieder abgezogen. Sie nannten das Ganze eine Familientragödie. Ach, so ist das. Angriff. Was soll man da noch sagen? Angriff.